Gemeinsam aktiv sein in der Natur, das kommt hier richtig gut an. Weil wir immer coole Sachen und so machen. Und manchmal auch etwas machen dürfen. Zum Beispiel da im Wald gehen und da ein bisschen herumschnitzen und so ein Zeug. Sie alle vereint die große Abenteuerlust, Neues zu erleben. Ich bin halt irgendwie, seit ich Kind bin, irgendwie immer draußen. Und dann habe ich halt irgendwann gemerkt, ja, es gibt ja Pfadfinder hier in unserer Nähe. Und ja, dann bin ich halt hier hingegangen, habe mir es mal angeguckt. Und ist, wie alle anderen, auch voller Begeisterung dabei geblieben. Pfadfinder trauen sich richtig was zu und machen gute Erfahrungen in der Gruppe. Es macht den Kindern Spaß, Natur zu erleben, draußen rumzutoben und eben ja, auch die eigenen Fähigkeiten und Fertigkeiten dadurch zu erweitern. Gerade so im motorischen Bereich. Draußen sein immer gut. In der Pfadfindergruppe der Johannesgemeinde in Neumünster sind heute alle Altersgruppen vertreten. Denn hier darf jede und jeder aktiv mitmachen, solange er will. Also ich spiele halt sehr gerne. Ich arbeite sehr gerne mit Kindern und Jugendlichen. Und das bedingt sich dann gegenseitig, dass man sich immer wieder gegenseitig bestärkt, dass das Richtige ist. Auch wenn der Funke heute nicht beim Feuermachen gleich überspringt, wegen der feuchten Witterung klappt es nicht ohne die Hilfe eines Feuerstahls. Ein Feuerstahl ist im Prinzip ein Stahl oder ein Metallgemisch, was heiße Funken erzeugen kann, wenn man mit einer scharfen Kante darüber reibt, wenn man das hier so sieht. Und die heiße Funken, die verfangen sich dann in der Birkenrinde und erzeugen da eben eine kleine Flamme. Jetzt kann es sich die Gruppe unter dem selbst aufgebauten Jurte-Zeltdach richtig gemütlich machen. Man hat halt einfach eher dann so eine zweite Familie und die Leute sind halt auch immer für einen da. Ich mache das jetzt auch schon jahrelang und dann bedeuten einem diese Leute auch einfach viel. Und das ist halt hauptsächlich der Grund für mich. Während des Gruppenerlebnisses in der Natur lernen alle mit und voneinander. Dabei spielen elektronische Medien mal eine völlig untergeordnete Rolle. Wie Handy zum Beispiel, Laptop oder anderes fehlt mir eigentlich gar nicht bei der Gruppenstunde. Auf dem Lager auch nicht. Am Ende hat man schon wieder Lust drauf, aber eigentlich nicht so sehr. Alle Pfadfindergruppen in Schleswig-Holstein sind offen für weitere Mitglieder. Wer Lust auf das Miteinander in einer festen Pfadfindersippe hat, sollte allerdings mindestens 6 Jahre alt sein.